1945 hatten britische und amerikanische Piloten Tod und Verderben auf Berlin regnen lassen. Nun, im Jahre 1948, flogen sie Berlin von neuem an. Aber diesmal ging es darum, die Menschen dieser Großstadt am Leben zu erhalten. Die Berliner des Jahres 1945, das waren die erschöpften und verängstigten Bewohner der in Grund und Boden zerbombten Hauptstadt des Deutschen Reiches. Ihr Schicksal lag nun in den Händen der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Deutschland war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Die sowjetische, die amerikanische, die britische und die französische Zone. 3,5 Millionen Berliner bewohnten eine Stadt, die völlig umgeben von der sowjetisch besetzten Zone 180 Kilometer entfernt von den Besatzungszonen der Westmächte lag. Eine Interzonenautobahn und eine Eisenbahnstrecke waren die einzigen Verbindungen zum Westen. Die Stadt selbst war in 4 Sektoren unterteilt, den sowjetischen, den amerikanischen, den britischen und den französischen Sektor. Berlin und Deutschland bildeten die einzigen Orte, an denen es Kontakte zwischen den sowjetischen Truppen und den Streitkräften der Alliierten gab. Andere Kontaktstellen zwischen unseren jeweiligen Streitkräften gab es nicht. Das war einer der Gründe dafür, dass Berlin zum Schauplatz des Kalten Krieges wurde. Jahrelang lebten die Berliner am Rande des Existenzminimums bzw. darunter. Lebensmittel waren Hungerrationen. Die alte Währung nahezu wertlos. Der Schwarzmarkt blühte. Man tauschte also und das, was man auf Bezugsschein bekam, ich will mal sagen, wer Nichtraucher war zum Beispiel, kriegte ja auch Zigaretten und nahm sie natürlich auch sehr gern, denn das tauschte er bei jemand anders, der Raucher war, gegen irgendwas anderes einen. Aber gut, ich meine, selbstverständlich, das haben wir alle gemacht, das war die Zigarettenwährung, sonst ist ein Schwarzmarkt das Einzige, was die Leute am Leben erhält. Der britische Außenminister Ernest Bevin hatte einen Plan für Deutschland. Er konnte die Deutschen zwar nicht leiden, aber ohne sie, so glaubte er, wäre ein erfolgreicher Wiederaufbau Europas undenkbar. Wir müssen bestrebt sein, Deutschland auf demokratischer Basis neu zu schaffen, ihm eine Überlebenschance zu geben. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Sicherheit des übrigen Europa gewahrt und vor erneuter Aggression geschützt wird. And that aggression cannot take place again. 1948. Sowjetische Militärmanöver bei Berlin. Die Waffenbrüderschaft zwischen den Alliierten des Zweiten Weltkrieges war bereits seit langem beendet. Die Sowjets wollten ein schwaches Deutschland unter 4-Mächte-Kontrolle. Die USA, Großbritannien und Frankreich planten indes in ihrem Herrschaftsbereich ein neues, von Deutschen mitbestimmtes Deutschland. Spione hinterbrachten diese Pläne Marschall Wassili Sokolowski, dem sowjetischen Militärgouverneur. Er rief uns zu sich und las aus dem Bericht des Geheimdienstes vor. Dieser besagte, dass in London eine Geheimkonferenz über Deutschland abgehalten wurde. Er las uns sämtliche Londoner Diskussionsthemen vor.
Sir Brian Robertson, der britische Militärgouverneur, und sein amerikanischer Amtskollege, General Lucius D. Clay, waren mit der Umsetzung der westlichen Pläne betraut. General Clay was the hardest working man I've ever encountered. General Clay war der arbeitswütigste Mensch, dem ich je begegnet bin. Urlaub kam für ihn nicht in Frage. Mittagspause war für ihn Zeitverschwendung. Stattdessen trank er 20 Tassen Kaffee und rauchte 2 Schachteln Zigaretten pro Tag. Besonders beeindruckte mich seine außergewöhnliche Vorstellungskraft für schwierige Probleme, vor denen er überhaupt keine Vorkenntnisse hatte. Schließlich war er ja Berufssoldat. Der Alliierte Kontrollrat trat regelmäßig in Berlin zusammen. Normalerweise verliefen diese Treffen nach einem bekannten Muster. Der amerikanische General Clay und seine westlichen Kollegen tauschten mit ihren sowjetischen Pendants Routineinformationen aus. Doch am 20. März 1948 wollte Sokolowski auf einmal mehr wissen. Er redete in taktvollem, höflichen Ton und gab sich sehr gemäßigt. Bitte, sagte er, würden Sie uns darüber informieren, was auf Ihrem Londoner Treffen geschehen ist? Clay erwiderte, dass man darauf nicht einzugehen gedenke. Sokolowski fragte daraufhin, worin denn wohl der Sinn eines Kontrollrats bestünde, wenn man uns nicht sagen wolle, was in London vor sich ginge und man uns Dinge vorenthielte, die Deutschland betreffen. Ist dies nun ein Kontrollrat oder nicht? Entrüstete er sich. Die Russen standen einfach auf, etwa 5 oder 6 zu seiner Linken und Rechten, und sie verließen den Raum. Das war ungehörig, denn diese Treffen wurden stets sachlich und höflich beendet. General Clay sagte, bitte behalten Sie Platz, die Sitzung ist noch nicht beendet. Die einstigen Alliierten begannen, einander zu provozieren. Die Westmächte hatten nicht die Absicht, sich aus Berlin zurückzuziehen, obwohl sie wussten, dass die Sowjets dies nur zu gerne gesehen hätten. Stalin, so befürchteten sie, wäre sogar bereit, dafür einen Krieg zu riskieren. Die Westalliierten planten eine Währungsreform in ihren Besatzungszonen. Diese sollte den Schwarzmarktprofiteuren das Wasser abgraben, weil damit das alte Geld wertlos werden würde. Und zugleich sollten die Deutschen fester an den Westen gebunden werden. Den Russen teilte man kein Wort über diese Pläne mit. 1. Mai 1948. In der Sowjetzone hatte Stalin die Zwangsvereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten verfügt. Die neue Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, tat sich mit Imponiergehabe hervor. Sogar für eine Winston-Churchill-Karikatur war Platz im Umzug. Die eigentliche Drohgebärde der Demonstration war jedoch bereits gegen den Magistrat von Groß-Berlin gerichtet, der im Osten der Stadt im alten Stadthaus residierte und künftig gerne als demokratische Vertretung Gesamtberlins agieren wollte. Die Mehrheit des Magistrats, und die wurde gestellt von Sozialdemokraten und christlichen Demokraten, der Ansicht war, mit dieser Währungsreform kann es sofort zu einem Aufschwung im wirtschaftlichen Leben kommen, vor allem auch, dass die Investitionstätigkeit der Unternehmer dadurch mehr gestärkt wird, währenddessen die Mitglieder der SED im Magistrat natürlich hier sahen eine Gefahr für die auch in Berlin beantragte, zum Teil durchgeführte, zum Teil noch nicht durchgeführte Nationalisierung von Eigentum von großen Konzernen, von Kriegsverbrechern, von Nazi-Aktivisten, aber auch überhaupt von all denjenigen Kräften, die nach Auffassung der SED die Hauptschuld daran getragen haben, dass Hitler an die Macht kommen konnte 1933. So war der Rahmen für eine Konfrontation zwischen der SED und ihrer pro-westlichen Opposition gegeben. Deren führender Sprecher hieß Ernst Reuter. Seine Familie hatte einst vor Verfolgung durch die Nazis fliehen müssen. Seine Wahl zum Oberbürgermeister von Gesamtberlin verhinderten die Russen durch ihr Veto. Es allen klar wurde, dass der kommunistische Diktaturwille jedes Mittel benutzen wird,
um seine Macht im Schatten des russischen Imperialismus aufzurichten. Da haben wir in Berlin. It was a very tense atmosphere again. Die Atmosphäre war wieder einmal sehr gespannt. Es schien, als versuchten die Russen, dem von ihnen beherrschten Teil des Landes und Berlins ihren Willen aufzuzwingen, sodass möglicherweise unsere Familie erneut vor einer Diktatur hätte fliehen müssen. Maybe the family again would have to flee from dictatorship. Die Westdeutschen stehen Schlange. Sie warten auf das neue Geld, die D-Mark. Jeder durfte exakt 40 Mark umtauschen, keinen Pfennig mehr. Die Reichsmark wurde wertlos. Die Sowjets schlugen zurück und gaben ihre eigene Währung heraus. Sie verlangten, dass diese in ganz Berlin Gültigkeit habe. Currency and political power were synonymous at that time. Zu dieser Zeit hatte wer die Währung kontrollierte, auch die politische Macht. Deshalb war es ja so wichtig, dass die westliche Währung, die D-Mark, in West-Berlin eingeführt wurde und nicht die ostdeutsche Währung. Ernst Reuter überredete General Klee und die Westalliierten, die D-Mark auch in West-Berlin herauszugeben. Die neue D-Mark, gestempelt mit einem B für Berlin, galt ab 23. Juni 1948 in den Westsektoren. Von nun an gab es zwei Währungen in der Stadt. Schon bald fanden die Berliner heraus, dass die Westmark mehr wert war als die Ostmark. Aber die Sowjets stellten Besitz und Annahme von D-Mark West in ihrem Herrschaftsbereich unter Strafe. Vom Westen viel in den Osten fuhren und natürlich aufkauften, was sie konnten. Denn die West- und Ostmark in dem Sinne, wenn man das so nennt, die war meistens 1:7, 1:5. Das heißt, unser war, wir bekamen 5 oder 7 Ostmark für eine Westmark. Und das war ein, was wir auch nachher mitbekamen, war ein Ausverkauf der zumindest Berlin und Umland. Monatelang hatten die Sowjets eine gemeinsame Währungsreform in allen 4 Besatzungszonen abgelehnt. Nun reagierten sie verärgert. Sokolowski griff zum speziellen Telefon und rief Molotow an. Er sagte, wir sprechen gerade über diese Angelegenheit. Wie sollen wir uns verhalten? Wir alle begriffen den Ernst der Lage. Molotow antwortete, Sie wollen doch nicht etwa Panzer auf die Straße schicken. Sokolowski sagte, nein, nicht auf die Straßen, aber doch näher an Berlin heran. Tun Sie das nicht, entgegnete Molotow. Lassen Sie uns abwarten. Wenn Sie jetzt Panzer einsetzen, wird man Ihnen vorwerfen, Sie planten die Übernahme von ganz Berlin und die werden Ihre eigenen Panzer auffahren. Es ist besser, diese Angelegenheit diplomatisch zu lösen. Die Sowjets blockierten alle wichtigen Straßen, Schienen und Flussverbindungen zwischen West-Berlin und Westdeutschland. Eine systematische, völlige Abriegelung aller Zufahrtswege erfolgte nicht. Doch die Lieferung der täglich notwendigen 12.000 Tonnen Lebensmittel und Kohle aus Westdeutschland nach Berlin war nun unmöglich geworden. Die Sowjets schalteten auch die Stromversorgung für Fabriken und Wohnhäuser ab. Die Westberliner waren ihnen machtlos ausgeliefert. Ihr einziges großes Kraftwerk war 1945 von den Sowjets demontiert und als Reparationsobjekt konfisziert worden. Die Westalliierten in Berlin antworteten mit einer Gegenblockade der Sowjetzone. Arbeiter und Angestellte in ganz Berlin waren nun von Not und Arbeitslosigkeit bedroht. Es war natürlich erstmal ein wahnsinniger Schreck, das ist doch ganz klar. Und es hat sich sicher jeder gesagt, mein Gott, wie wird das wohl werden? Stalins Absichten waren eindeutig.
Er wollte die Westalliierten zwingen, entweder ihre Politik zu ändern oder aus Berlin abzuziehen. 1945 hatten die Westalliierten ein schriftliches Abkommen mit der Sowjetunion geschlossen. Flugzeuge durften über drei 32 Kilometer breite Luftkorridore, die beiden Berliner Flughäfen Tempelhof und Gatow, anfliegen. Außerdem durften Wasserflugzeuge auf den Westberliner Havelseen landen. Die Briten stellten sich der Konfrontation. Sie planten die Einrichtung einer Luftbrücke. Außenminister Bevin sicherte dem Vorhaben seine volle Unterstützung zu. Die physischen Leiden von 2,5 Millionen Menschen in Berlin durch den Versuch, die Alliierten, die Westmächte, in ihrer Behandlung der Deutschen zu beeinflussen und uns aus Berlin zu verdrängen, ist völlig inakzeptabel. US-Militärgouverneur General Clay glaubte nicht an den Erfolg einer Luftbrücke. Er hätte die Entschlossenheit der Sowjets lieber auf die Probe gestellt, indem er einen bewaffneten Konvoi durch die Straßensperren schickte. Schließlich aber erklärte er sich bereit, die Idee einer Luftbrücke mit Ernst Reuter zu diskutieren. Clay erklärte, das würde große Entbehrungen zur Folge haben, weil wir zunächst nur kleine Mengen einfliegen könnten. Und dann fragte er Reuter ohne Umschweife, glauben Sie denn, dass die Berliner das durchhalten werden? Reuter entgegnete ganz ruhig, Sie kümmern sich um die Luftbrücke und ich kümmere mich um die Berliner. Und da sagte Clay, dann soll es mir recht sein. Er rief General LeMay an und sagte ihm, General, wir werden Kohle nach Berlin fliegen. Kohle? Fragte LeMay. Und er ganz recht, wir werden diese Stadt am Leben erhalten. Ende Juni 1948 begann die Berliner Luftbrücke. Die Amerikaner nannten sie Operation Vittles, die Briten Plainfare. 2000 Tonnen Versorgungsgüter mussten täglich über die Luftbrücke herangeschafft werden. Mit weniger hätte Berlin nicht überlebt. Die Kohlevorräte reichten noch für 45 Tage. Lebensmittel nur für 36 Tage. Die Luftbrücke, die ist ja doch also mit einer Begeisterung aufgenommen worden, unwahrscheinlich. Und man hat ihr vertraut. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Und es war vielleicht auch irgendwie der Gedanke, warum soll das eigentlich nicht gehen? Die haben doch so viel Bomben hier abgeworfen, da werden sie doch auch Kartoffeln abwerfen können. Tausende von Berlinern fanden Beschäftigung und wer aktiv bei der Luftbrücke mitarbeitete, bekam zusätzlich täglich eine warme Mahlzeit. Wir wurden dann in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhielt einen amerikanischen Checker und wurden nacheinander aufgerufen, immer zum nächsten Flugzeug oder go to the next plane hieß es dann. Jedes der größeren Flugzeuge beförderte 9 Tonnen Fracht. Wir haben die Flugzeuge entladen in circa 7 Minuten. Das waren 9 Short Tons Kohle. Die Briten charterten Zivilflugzeuge. Es gab nicht viele Privatleute in England, die über Flugzeuge verfügten. Ich hatte damals Glück, denn ich besaß nicht weniger als 12 umgebaute Halifax-Bomber. Die Regierung wandte sich an mich und fragte an, lässt sich mit diesen Flugzeugen etwas machen? Ich sagte aber, ja doch. Dabei muss man bedenken, dass wir alle glaubten, die Berliner Luftbrücke dauere nicht länger als 2-3 Wochen. Danach würde es wohl Krieg geben. Amerika erhöhte den Einsatz im politischen Pokerspiel,
und entsandte Bomber vom Typ B-29 nach Großbritannien, die in der Lage waren, Atombomben zu transportieren. Das erregte großes Aufsehen. Dies sind die Männer, die möglicherweise die nervenaufreibende Aufgabe haben, gegen Unwetter und rote Blockadepolitik zu kämpfen. Die Krise hat sich derart zugespitzt, dass General Clay nach Washington beordert wird, um Bericht zu erstatten. Er wird von Armeeminister Royal empfangen und anschließend von Generalstabschef Omar Bradley willkommen geheißen. Auf seinen Schultern lastet möglicherweise die Verantwortung für Krieg oder Frieden. Der Oberbefehlshaber im Weißen Haus wartet auf seine Beurteilung der bisher explosivsten Situation in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Wiederum schlägt Clay vor, man möge ihn beauftragen, die Sowjets mit einem bewaffneten Konvoi herauszufordern. Now, if the Soviets stepped aside and the convoy went through, then peace would continue. Wenn die Sowjets den Konvoi durchließen, dann bliebe es beim Frieden. Falls nicht, dann einfach wäre das. Doch das Letzte, was Präsident Truman wünschte, war, unserem Land einen neuen großen Krieg aufzubürden. Wir hatten ja gerade einen hinter uns. Also kein bewaffneter Konvoi, sondern zusätzliche Maschinen für die Luftbrücke. Bei meinem Besuch in Washington hat man mir zusätzliche Maschinen vom Typ C-54 zugesichert, die mit einer Transportleistung von je 10 Tonnen die C-47 ablösen werden. So können wir unsere Luftbrücke auf 4.500 Tonnen pro Tag aufstocken. Das wird ausreichen, Berlin auf unbegrenzte Zeit lebensfähig zu erhalten, während wir uns weiterhin um eine friedliche Lösung des Berlin-Problems bemühen. Im August besuchte Stalin eine Luftfahrtausstellung in der Nähe von Moskau. Er vertraute fest darauf, dass die sowjetische Blockade der Berliner Westsektoren ausreichen würde, um die Alliierten zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Doch die Zeit arbeitete gegen ihn. Die Gegenblockade der Westmächte begann zu greifen. Kohle, Stahl, Maschinen und Werkzeuge im Osten wurden knapp. Als westliche Diplomaten eine neue Gesprächsrunde vorschlugen, willigte Stalin ein. Stalin wirkte sehr ruhig. Er rauchte und ging auch nicht ständig umher, wie gewöhnlich. Normalerweise lief er auf seinen weichbesohlten Stiefeln umher wie eine nervöse Katze. Diesmal blieb er sitzen. Er hatte auch keinerlei Notizen bei sich. Er sagte, das ist eine Frage von großer wirtschaftlicher Bedeutung, doch keineswegs die wichtigste Frage. Wichtiger sind die Entscheidungen, die Sie in London getroffen haben. Wir bestehen darauf, dass diese Entscheidungen widerrufen oder zumindest so lange nicht in die Tat umgesetzt werden, bis wir zu einer neuerlichen Diskussion der Deutschlandfrage zusammenkommen. Er begriff, dass Deutschland geteilt werden würde. Ein starkes Westdeutschland würde mit Unterstützung der USA und des Westens entstehen. Drei Viertel von Deutschland würden ein unabhängiger Staat werden. Das wollte Stalin aufhalten. In Berlin kehrten die Westalliierten und die Sowjets an den Verhandlungstisch zurück. Die Russen forderten, die D-Mark West innerhalb der Stadt wieder abzuschaffen. Sie begannen auch mit Störungen in den Luftkorridoren. Provokationen gab es reichlich. Man begann Flugmanöver in oder unmittelbar neben den Korridoren durchzuführen. Sie flogen über uns, da wir ja die vorgeschriebene maximale Flughöhe einhalten mussten, veranstalteten Scheingefechte. Wir waren in der Luft und plötzlich flog eine Jacke auf Kollisionskurs auf uns zu, um im letzten Augenblick davon zu donnern. Oder sie näherten sich von hinten oder seitlich über die Tragfläche hinweg, aber sie schossen nicht. Schlechtes Wetter führte zu Verspätungen und Unfällen. Die Luftbrücke schaffte nicht genug Lebensmittel heran und für den bevorstehenden harten Winter gab es praktisch keine Kohlenvorräte.
Den Berlinern war klar, dass sie auf des Messers Schneide lebten. Elektrischen Strom gab es nur 4 Stunden am Tag. Wir haben dann teilweise nachts gewaschen, beziehungsweise so wie ich, die ja noch ein kleineres Kind mit hatte, habe dann nachts Windeln abgekocht und so weiter. Wenn einer kein Bügeleisen mehr hat oder was, dann sind wir zu Nachbarin gekommen, dann haben wir zusammen das gemacht. Es ist immer so, wenn es einem Menschen schlecht geht, dann halten sie zusammen wie Pech und Schwefel, nicht? Die sowjetische Blockade hinderte die Westberliner nicht daran, sich frei in der ganzen Stadt zu bewegen. Der Ostsektor hinter dem Brandenburger Tor konnte recht verlockend sein. Ich fuhr ja oft in den Osten, wenn man irgendwie ausgehen wollte, musste man in den Osten fahren, denn dort gab es Tanzlokale, es gab Musik, es gab Licht, die Räume waren geheizt und es hat alles ein mehr friedensmäßiges Bild gehabt. Die Russen boten den Westberlinern die Möglichkeit, Lebensmittel im Sowjetsektor einzukaufen. Fast jeder Zehnte machte Gebrauch davon. Die Blockade der Sowjets war nicht völlig undurchlässig. Doch Westberliner, die ins Berliner Umland wollten, mussten stets mit Schikanen rechnen. Wir konnten zwar auch fahren mit dem Zug, aber wir wurden laufend von den Russen immer wieder kontrolliert. Entweder kamen sie auf die Bahnhöfe und verlangten unsere Papiere und durchsuchten auch eventuell unsere Säcke und Rucksäcke. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, einem Russen gefiel die Nase nicht von dem einen Deutschen, dann nahm er ihn mit. Das angespannte Verhältnis zwischen den früheren Kriegsverbündeten verschärfte sich. Die Stadt war dabei, entzwei zu brechen. Am 6. September 1948 drangen SED-Demonstranten und Provokateure ins Berliner Stadthaus ein, wo gerade eine Sitzung des Magistrats beginnen sollte. Es waren nicht spontane Ausbrüche der Volksmassen, sondern das waren eben Demonstrationen, zu denen man die Mitglieder der Partei und ihre Sympathisanten geholt hatte. Sie hatten natürlich das Ziel, den Magistrat zu sprengen. Der Vorsteher der Berliner Stadtverordnetenversammlung, Dr. Suhr, kann die Sitzung nicht eröffnen. Herbeigerufene Polizei aus West-Berlin wurde von sowjetischer Militärpolizei festgenommen. Suhr konnte die Sitzung nicht eröffnen, denn es waren dort also kommunistische Kolonnen eingetreten, nicht wahr? Und die, also weiß ich, wo, was sie da vorbrachten. Das hieß dann also, es tut uns leid, wir müssen weg. Wir können hier nicht arbeiten. Und was ich Ihnen also gesagt hatte, es gab dann sogar schon Prügeleien. Aus dem Ostberliner Magistratsgebäude vertrieben, trafen sich die Stadtverordneten nun in der Mensa der Technischen Hochschule Charlottenburg in West-Berlin. Unter ihnen auch Ernst Reuter, der die Berliner aufrief, sich zu einer Protestkundgebung vor dem Reichstagsgebäude zu versammeln. RIAS, der Rundfunksender im amerikanischen Sektor, brachte die Nachricht und das Volk. Wegen der Stromknappheit setzten wir Lautsprecherwagen ein, die in den Straßen der Stadt mehrmals täglich die Nachrichten ausstrahlten. Ein stadtbekannter Schauspieler rief vom Tonband: Berliner und Berlinerinnen, ihr Stadt ist in Gefahr, your city is in danger. Und die Menschen strömten herbei, zu Hunderttausenden. Das war eine Atmosphäre des Zusammenhalts der Berliner. Da war nichts anderes als nur, ja natürlich, wir halten zusammen, wir werden gegen die Russen und wir halten hier mit den Westalliierten und halten wir zusammen. Fast 300.000 Berliner, darunter zahlreiche aus dem Osten, versammelten sich vor dem Reichstag. The
view of the Berlin politicians, there was a possibility. Die Berliner Politiker waren der Ansicht, dass die Westalliierten sich möglicherweise in einem Kompromiss mit den Russen einigen könnten, der verheerende Folgen für Deutschland haben würde. Diese Massenversammlung sollte demonstrieren, wie entschlossen die Berliner waren, für Freiheit und Demokratie einzutreten. Ernst Reuter wendet sich in seiner Ansprache an die Berliner und die Welt. Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Nach Ende der Demonstration wurde die sowjetische Flagge vom Brandenburger Tor gerissen. Polizisten aus dem Ostsektor und sowjetische Soldaten eröffneten das Feuer. 12 Menschen wurden verletzt. Ein 16-jähriger Berliner wurde getötet. Doch noch war der Tag nicht zu Ende. Eine Delegation begab sich zum Haus des alliierten Kontrollrats. Dort, so fürchtete man, werde ein Handel mit Stalin ausgeheckt, um die D-Mark West wieder aus Berlin abzuziehen. Die Westalliierten zeigten Verständnis für die besorgten Bürgervertreter. Die D-Mark blieb. Am Rhein-Main-Flughafen ging es diese Woche geschäftiger zu als je zuvor. Der Luftbrückenverkehr wurde schlagartig um mehrere frische Staffeln aufgestockt. Hier übernimmt eine Gruppe tapferer junger Piloten den Flugdienst für den heutigen Tag. Mensch, bei dem Wetter willst du starten? Na klar, Mensch, die Berliner warten auf mir. Die Blockade und die Luftbrücke wurden fortgesetzt. Wir beförderten alles, Medikamente, Zeitungen. Doch Kohle war unser größtes Problem. Der Kohlenstaub setzte sich überall fest, unter dem Boden, in den Steuerkabeln und beeinträchtigte die Technik der Maschinen. Also flogen wir mit geöffneter Ausstiegsluke am Heck, damit der Staub hinausgesaugt wurde. Alle 45 Sekunden flogen Flugzeuge aus dem Westen im Landeanflug nach Tempelhof über das Gebäude der Parteiakademie in Kleinmachnow hinweg. Wir saßen dort, Lehrer der Abteilung Geschichte und andere. Einer bemerkte, ich denke, die Amerikaner verstehen mehr vom historischen Materialismus als wir. Wir schauten uns fragend an, wie das? Nun, die wissen, dass man erst eine Grundlage aus Nahrung und Hilfsleistungen schaffen muss, bevor man mit der Parteierziehung beginnen kann. Die Amerikaner verstehen sich auf historischen Materialismus. Die Piloten der Luftbrücke flogen bis zu 3 Einsätze pro Tag. Ein amerikanischer Flieger nahm seine Schmalfilmkamera mit. Ich flog nach Berlin zurück, um diese Bilder am Stacheldraht aufzunehmen. Kinder standen auf der anderen Seite und schauten herüber auf mich in meiner Uniform. Wie viele Säcke Mehl habt ihr heute dabei, fragten sie, und was bringt ihr morgen? Doch bald schon kamen sie vom Thema Mehl auf das Thema Freiheit zu sprechen. Schon bald, sagten sie, werden wir genug zu essen haben. Ein bisschen ist schon genug. Aber gebt nicht auf, wenn das Wetter schlechter wird. Wir werden schon satt. Aber wenn wir unsere Freiheit verlieren, bekommen wir sie vielleicht nie wieder zurück. Diese Kinder waren 8 bis 14 Jahre alt. Ich war verblüfft über ihre Reife und ihren Sinn fürs Wesentliche. Helversen versprach den Kindern, er werde wiederkommen und Kaugummi und Schokoladenriegel an kleinen Fallschirmen abwerfen. Es war erstaunlich, was die alles mit ihren Flugzeugen hergebracht haben.
Und ich weiß noch, meine Jungs, das heißt der eine Junge, der war dann auch hier, die mit diesen, wo die amerikanischen Soldaten dann kleine, wie kleine Fallschirmchen mit Süßigkeiten, ein paar, meistens ein paar Kaugummi und ein bisschen Schokolade und sowas. Halvorsen, der Schokoladenbomber, wurde bald stadtbekannt. Er wurde vor seinen kommandierenden Offizier zitiert. Er las mir zunächst ordentlich die Leviten. Dann zog er eine Zeitung hervor. Die Titelseite zeigte ein Foto von einem Flugzeug, aus dem kleine Fallschirme herabschwebten. Dann sagte er, der General hätte darüber gelesen und wissen wollen, was da vor sich ging. Ich hatte keine Ahnung, rügte er mich. Wie soll ich da eine Beförderung bekommen? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ich glaube, Sie hätten das nicht gebilligt, Sir, antwortete ich. Worauf Sie sich verlassen können. Doch der General findet's gut, also machen Sie weiter. Sowohl im Osten als auch im Westen galt der Rundfunk als wichtige Waffe im Propagandakrieg. Es spricht Roman Qualek. Der Sender RIAS unterstand Intendant William Heimlich. Ich führte amerikanische Rundfunktechniken ein, unter dem Motto, wer keine Hörer hat, vermag auch niemanden zu überzeugen. Mir ging es vor allem darum, die Leute an unseren Sender zu binden. Wie macht man das? Man bringt gute Unterhaltung und Nachrichten, auf die Verlass ist. Trotz ungünstiger Witterung und niedriger Wolkendecke vollzog sich auch heute der Lufttransportverkehr nach Berlin planmäßig. Am frühen Nachmittag trafen die ersten Skymaster-Maschinen mit je 8 Tonnen Steinkohl an Bord. Eine junge Berlinerin, die Tänzerin Christina Olsen, wurde ein Star des Senders RIAS Berlin und später Frau Heimlich. Ich las die Nachrichten und dann machte ich mich über die Russen oder die Ostberliner Politiker lustig. Das versteh ich nicht, dazu bin ich noch zu klein. Doch die Russen, die müssen doch das eigentlich verstehen. Was so viel heißt wie, ich bin noch zu klein, um das alles zu verstehen. Aber die Leute verstanden sehr gut, was gemeint war. Das Lied wurde zum Ohrwurm und plötzlich war ich die Stimme Berlins. Berlin, and so I became the voice of Berlin. Sie am Sonntag wählen? Ja. Und Sie? Selbstverständlich. Aber natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen, ob Sie am Sonntag wählen? Aber selbstverständlich, wenn wir wählen. Im Dezember 1948 wählten die Westberliner ein neues Stadtparlament zur Verwaltung ihres Teils der Stadt. Die SED, die die Mehrheit im alten Magistrat des Sowjetsektors hatte, boykottierte die Neuwahlen. Wir sind im Moment als Stadt gespalten. Es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Davon hängt unser Leben ab, dass wir eine ganz enge Verbindung nach Westdeutschland bekommen. Ernst Reuter war nun Oberbürgermeister von Westberlin und Luise Schröder seine Stellvertreterin. Für weihnachtliche Unterhaltung sorgten in der amerikanischen Garnison von General Clay der Schauspieler Bob Hope und der populäre Komponist Irving Berlin. Nein, Sie haben sich verhört. Mein Name lautet Irving Jones. Irving Jones? Ja, ich habe ihn geändert. Denn alles, was hier Berlin heißt, wird in Sektoren zerstückelt. Irving Berlin persönlich intoniert das Lied der US-Luftbrückenpiloten Operation Vittles. Long ago, a group we called the Air Corps helped win the war and took a bow. Not long ago, we cheered the fighting Air Corps. Let's see what's happened to them now. Operation Vittles has earned the underway, have all the green and hay, and everything's okay. Operation Vittles. Operation Vittles, das amerikanische Codewort für die Luftbrücke, war nun in voller Aktion. Ein ungewöhnlich milder Winter trug zum Gelingen bei. Am Ostersonntag 1949 wurde ein Rekord aufgestellt. 13.000 Tonnen Versorgungsgüter in 24 Stunden. Das Wagnis war geglückt.
Berlin konnte auch für längere Zeit auf dem Luftwege versorgt werden. Wir waren in Karlshorst stationiert und wir hörten das Dröhnen der Flugzeuge, die alles heranschafften, einschließlich Schokolade und Weihnachtsgeschenke. Dem hatten wir nichts entgegenzusetzen. Wir waren eben arm und der Westen war reich. Also musste diese verrückte Blockade versagen. Der Insulaner. Den Sowjets war es nicht gelungen, die Briten, die Amerikaner und Franzosen aus Berlin zu vertreiben. Und die Gegenblockade der Alliierten beeinträchtigte die Sowjetzone. Am 12. Mai 1949 ließ Stalin die Behinderungen einstellen. Eine britische Wochenschau berichtet vom Kontrollpunkt Helmstedt. Mitternacht rückt heran und die Spannung steigt am britischen Kontrollpunkt. Hartgesottene Beobachter wissen nur zu gut, dass die Russen es gewohnt sind, ihre Meinung zu ändern, wann immer es ihnen passt. Noch immer fällt es schwer, an eine neue Kooperationsbereitschaft zu glauben. Schlag 12 hebt sich die Schranke. Ein britischer Jeep führt den Run auf Berlin an. Der Insulaner hofft und viele glaubten, das Ende der Berlin-Blockade bedeute bereits das Ende des Kalten Krieges. Insel, wie dann schönes Festland wird. Ich fuhr nach 12 Uhr mit der S-Bahn von Bahnhof Ostkreuz wieder zum Bahnhof Neukölln. Und als wir die Sektorengrenze überfuhren, da war alles hell erleuchtet. Das war also ein Traum, war das ja. Freude, weiter nichts. Weiter nichts. Freude und sozusagen, wir haben es geschafft. Und es geht doch mit dem Westen. Das hat dabei natürlich auch eine Rolle gespielt. Der Westen hat gesiegt. Für General Klee war die Zeit reif, nach Hause zurückzukehren. Im Anschluss an eine Abschiedsparade stattete er Berlin einen letzten Besuch ab. So then he asked me to go with him to the final farewell ceremony at City Hall and Adenauer. Er bat mich, ihn zur Abschiedsfeier ins Schöneberger Rathaus zu begleiten. Adenauer und alle führenden deutschen Repräsentanten waren anwesend. Es wurde eine beeindruckende Feierstunde und wie so oft hatte niemand daran gedacht, dem Dolmetscher ein eigenes Mikrofon zu geben. Das war ich fast schon gewohnt. Es bedeutete, dass ich mit General Clay praktisch Wange an Wange stehen musste, um ins Mikrofon zu sprechen. Im grellen Scheinwerferlicht sah ich Tränen in seinen Augen. Strong light, I could see that there were tears in his eyes. I shall not use the English word goodbye, but rather try to say to you, auf Wiedersehen. An dem Tag, als General Klee auf Wiedersehen rief, sprach Konrad Adenauer, der Kanzler der künftigen Bundesrepublik Deutschland, zu den Berlinern. Und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt zum Siege geführt hat. The Cold War period in Berlin. Die Zeit des Kalten Krieges in Berlin legte den Grundstein der deutschen Nachkriegsdemokratie. Damals wuchs das Vertrauen, dass es den Deutschen doch gelingen werde, die Demokratie zu akzeptieren, sich zu eigen zu machen und Teil der westlichen Welt zu werden. Sabotiert Berlins die Krise. Letztlich führte die Berlin-Krise zur Spaltung Europas. Die westdeutsche Regierung wurde geschaffen und zwei Wochen später wurde auf unserer Seite die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik aus der Taufe gehoben. Diese Trennungslinie zog sich quer durch Deutschland. Im April 1949 erfüllte sich der Traum des britischen Außenministers Bevin von einer strategischen Allianz zwischen Westeuropa und Nordamerika mit der Unterzeichnung des Nordatlantikpakts, NATO. The overall success of the Berlin Airlift was first of all
Der wohl größte Erfolg der Berliner Luftbrücke war, dass sie zahlreiche noch zögernde Nationen in Europa davon überzeugte, dem Atlantischen Bündnis beizutreten, das ihnen trotz der übermächtigen Militärmacht der benachbarten Sowjetunion ein Gefühl der Sicherheit vermittelte. Am 29. August 1949 zündeten die Sowjets ihre erste Atombombe. Das nukleare Monopol der USA war gebrochen. Zwei miteinander wetteifernde Supermächte waren dazu in der Lage, die Welt in die Luft zu jagen. Im Zentrum der Antipoden lagen das geteilte Deutschland und das gespaltene Berlin.